Viel Spaß euch bei Nobby mit Roman im letzten Feiertagsmagazin in dieser Saison. Nach 267 Tagen ist die Bundesliga morgen wieder vorbei. Nach 1973 Tagen will Schwarz-Gelb morgen wieder in Hoffenheim gewinnen. Und nach 5794 Tagen endet morgen die BVB-Karriere von Studiogast Roman Weidenfeller. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Zu einem ganz besonderen Feiertagsmagazin. Wahrscheinlich mein bisher emotionalstes Feiertagsmagazin, weil ich habe auch einen ganz besonderen Gast hier, Roman Weidenfeller. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt irgendwie eine schöne Sendung, aber auch eine ganz traurige Sendung. Nach 16 Jahren ist Schluss. Wie traurig. Aber er bleibt uns ja erhalten. Darauf kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Roman, dein letztes Bundesligaspiel steht an. Zum letzten Mal den Flieger, zum letzten Mal ins Hotel, zum letzten Mal in die Kabine und viele weitere Male ein letztes Mal. Mit welchen Gefühlen blickst du auf den morgigen Tag? Ja, klar, es ist irgendwo auch mulmig, denn letzten Endes, ich weiß auch, dass es sozusagen meine Abschiedsreise ist mit dem BVB als aktiver Spieler. Aber dennoch freut es mich auch irgendwo, denn ich werde nochmal zum letzten Mal da ins Stadion mit einlaufen, werde die Emotionen auch nochmal im Stadion verspüren. Wir werden den Sieg mit nach Hause bringen, das ist auch ganz wichtig. So will ich dich hören, Mensch. Genau. Wir gehen das Ganze recht schon mal sehr positiv an. Nein, und das ist eigentlich toll, dann nochmal dabei zu sein und dann auch irgendwo ein persönliches Ende zu finden, auch gemeinsam hier mit den Fans, auch dann Saison auch persönlich auch zu beenden. Aber für Sentimentalitäten haben wir natürlich nicht allzu viel Zeit. Wir hätten gegen Mainz die Qualifikation zur Champions League klar machen können. Hat nicht funktioniert. Aha. Deshalb gibt es morgen ein richtiges Endspiel. Damit die Hymne wieder im Tempel erklingt, braucht es den letzten Schritt. Zum Abschluss einer Saison, wie sie turbulenter nicht hätte sein können, entscheidet der letzte Spieltag über den Einzug in die Königsklasse. Aber für Bilder wie diese erfordert es jetzt Augenblicke wie diese. Dass es möglich ist, haben sie bewiesen. Doch nun zählt nur noch der Wille. Für den letzten Schritt. Am letzten Spieltag. Wow. Toller Beitrag, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Wie war? 3 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim und Leverkusen und das bessere Torverhältnis. Nichtsdestotrotz, glaube ich, eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wie siehst du das? Ja, in Hoffenheim haben wir eine ganz knifflige Aufgabe. Wir wissen auch, dass wir in den letzten Jahren da nicht die besten Ergebnisse erzielt haben. Dadurch sind wir auf jeden Fall gewarnt. Hoffenheim hat mittlerweile auch wieder einen Lauf. Dadurch sind sie auch wieder in unsere Nähe gerückt. Aber es zählt für uns nur eins, wir müssen punkten. Also wir sollten, glaube ich, nicht irgendwo versuchen, uns auf irgendwelche anderen Dinge zu verlassen, sondern wir haben es ja die ganze Zeit schon auch selbst in der Hand gehabt. Und wir haben jetzt 2 Matchbälle, haben wir eigentlich versemmelt, das heißt in Bremen und auch zu Hause gegen Mainz. Und jetzt zählt es halt eben in Hoffenheim. Da wächst der Druck, das ist auch klar, aber die Mannschaft hat die vollste Qualität und dadurch sind wir dem Ganzen gewachsen, also packen wir es gemeinsam an. Und jeder Borussia hofft natürlich, dass unser Roman noch zu Einsatzminuten kommt. Haben die Jungs schon irgendwie dir so signalisiert, wir werden uns zerreißen für dich? Ja, das werden sie auf jeden Fall, gehe ich mal stark davon aus. Und es wäre natürlich schon toll, nochmal die letzten paar Minuten zu spielen. Aber ich möchte, wie gesagt, auch im Vorfeld des Mainz-Spiels nicht den Trainer da zu sehr auch unter Druck setzen. Es war auch nochmal ganz klar wichtig, auch nochmal von meiner Seite zu erklären, der Trainer hatte auch schon vorgehabt, gegen Mainz mich einzuwechseln und letzten Endes lag es am Spielverlauf, dass er natürlich da nochmal auf die Offensivkräfte... Aber ganz cool, dass du das auch dann direkt erwähnt hast. Genau, zum Beispiel das, auch top. Dass er da nochmal auf die Offensivkräfte auch setzen musste, denn wir wollten unbedingt dann das Unentschieden hier noch retten, um dann ganz klar dabei zu sein in der Champions League.
Aber nichtsdestotrotz ist es nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also ich hoffe noch weiterhin, dass es vielleicht noch ein paar Minuten zum Ende gibt. Und ich zähle auf die Mannschaft. Man hätte dich allerdings mit deiner Größe auch vorne reinstellen können, ne? Stimmt, also beim letzten Spiel würde ich auch nochmal jede Position spielen. Oder auch beim letzten, allerletzten Spiel da, ja, in Mainz auch nochmal. Klar, logisch, ne? Also wer mir die Möglichkeit gibt, der weiß auch, dass ich da alles in Kauf nehmen würde, um dann nur noch mal kurz auf dem Platz zu stehen. Wir drücken natürlich die Daumen, ganz klar. Auf jeden Fall geht deine aktive Karriere morgen zu Ende, nach 16 Jahren. Jetzt gibt es den Fragenkonter. Fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten, okay, von Romanos Weidenfellerus. Die beste Parade deiner BVB-Karriere? Ich glaube, es war der gehaltene Elfmeter gegen Arjen Robben. Den habe ich gerade vor Augen. Den fand ich auch irgendwie geil, das stimmt. Danach war es auch anständig laut im Stadion. Der war Neven auch, aber ist egal. Ja, dein emotionalster Moment? Ja, die erste Meisterschaft, ganz klar. Dann muss man aber auch ganz klar sagen, das Double, als wir das erste Mal das Double hier gewonnen haben. Ja, einfach die Dankbarkeit der Fans zu spüren, das war sensationell. Der beste Fußballer beim BVB in deinen 16 Jahren? Rosicki, Thomas Rosicki würde ich jetzt aus dem Stegreif so jo, einfach mal nennen. Wirklich ist, glaube ich, wirklich auch ein exzellenter Spieler, der, glaube ich, jetzt auch gerade den Abschied bekannt gegeben hat und auch aufhört. Zwei Große im Weltfußball beenden ihre Karriere. Ich sehe schon die Überschrift in der Times. Okay. Der schönste Moment mit den BVB-Fans. Ja, ganz klar, jetzt der letzte Moment gegen Mainz, als ich dann da aufs Podium durfte. Das ist ja auch eine ganz große Ehre, dass man da zu den Vorsängern auch darf und dann mitten im Pulk steht. Außergewöhnlich, auch eine sehr große Dankbarkeitsgeste von den Fans, von unseren Leuten von der Südtribüne und wo ich mich auch nur für bedanken kann. Dein bestes Spiel, was hast du noch so in Erinnerung? Ich weiß nicht, also es waren ja schon die ein oder andere ganz gute Spiele dabei. Aus dem Stegreif, klar, Malaga zu Hause, ganz wichtig. Dann aber auch das ein oder andere Spiel gegen Real Madrid. Guck dir in die Beine, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass die Torwartleistung passt. Mhm. Also jetzt eins aus dem Stegreif rauszunennen, kann ich jetzt gar nicht so. Es wird auf jeden Fall sehr emotional. Morgen auf jeden Fall schon mal natürlich, am 7. September auch. Das war es allerdings auch vergangenen Samstag beim Spiel hier gegen Mainz. Nicht nur für Roman, für uns alle und die schönsten Momente, die schauen wir uns jetzt noch einmal an. Und wir bedanken uns bei unserer Nummer 1, Roman! Also, ich habe totale Gänsehaut bekommen. Liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen daran, wie sehr wir uns verstehen oder wie nah wir uns stehen. Wie ist es dir ergangen? Ja, Emotion pur. Auch jetzt nochmal, wenn man die Bilder so sieht. Ja, das erlebst du auch nur in Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen. Dass da so eine enge Fanbindung auch da ist, das ist, glaube ich, das, was der Verein auch ausmacht. Und, aber auch nicht nur in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten. Also auch selbst zu den Zeiten, wo wir wirklich dann auch im Rücken an der Wand standen, waren unsere Fans immer für uns da und das ist das Tolle am Verein. Wir müssen jetzt aber noch mal für alle betonen, es ist noch kein endgültiger Abschied. Es gibt noch ein Abschiedsspiel am 7. September. Wie grandios Abschiedsspiel oder wie, ja, so nennen wir es mal. Genau. Und erzähl mal, was hast du denn da vor? Ja, ich freue mich erstmal, dass der Verein mir die Möglichkeit auch gibt, dass ich hier mein Abschiedsspiel auch spielen darf. Es werden zwei Teams sein. Ein Team aus den Borussen, wo ich auch mit zusammengespielt habe über all die Jahre. Dann das andere Team, Freunde, vielleicht eventuell auch Nationalspieler, gerade auch speziell von der WM-Mannschaft 2014. Würde ich mich freuen, wenn da auch viele auch anreisen würden.
auch allgemein noch ein paar FCK-Spieler, mit denen ich damals auch meine Karriere begonnen habe. Also ich glaube schon, dass da viele namhafte Spieler dabei sein werden. Und wir würden ja gern was Nobby hören. Natürlich auch. Ich bin da, ja, und, aber vielleicht andere. Ich also bin es wird nicht so bestimmt super interessant werden und es wird für jeden Zuschauer hinterher ein Highlight sein. Mit dir verlässt der vereinstreueste Spieler, aktuelle Spieler in der Bundesliga, den Verein, beziehungsweise hört auf, 16 Jahre Schwarz-Gelb, die Bundesliga oder beziehungsweise Borussia ohne Roman Weinfeller, irgendwie kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ist das bei dir schon angekommen oder beschäftigst du dich damit, wenn es denn dann soweit ist? Ich glaube schon, wenn es endgültig ist, ne? Wenn der Spieltag dann auch rum ist und wir reisen ja danach nochmal gemeinsam alle nach Amerika und ich glaube dann, wenn man dann mal Zeit findet, auch ein Stück weit irgendwie das Ganze sacken zu lassen, dann wird einem das erstmal bewusst, dass es dann wirklich auch rum ist. Jetzt steckt man auch mitten im Alltag, man hat noch unheimlich viele Termine, man ist selbst noch beim Training die ganze Zeit auch mit dabei, man will ja auch mithelfen, dass wir da den Dreier auf jeden Fall noch landen jetzt auch und also ich glaube, in der Urlaubszeit wird dann die Zeit kommen, wo man sich echt nochmal Gedanken macht. Apropos 16 Jahre beim BVB, du warst diese Woche mit einem ganz tollen ehemaligen Kollegen unterwegs, mit Josef Schneck. Genau. Ne, die Sparda Bank bewegt, ihr seid an viele Orte in Dortmund gefahren, die vielleicht für dich ein bisschen Bedeutung hatten. Und Josef hat mir erzählt, dass dabei viele schöne Geschichten und Anekdoten das Licht der Welt erblickt haben, die man vielleicht inzwischen schon vergessen hat. Das kann sein. Wie war die Rundreise für dich? War's ja, schön? Toll. Also erstens, die Zeit mit Josef ist immer klasse. Ja, Josef ist ja auch ein langer Wegbegleiter von mir, mit dem wir ja auch immer sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Gerade auch in den ersten Jahren, wo er mich oftmals auch mal ausbremsen musste, weil ich ja dann auch schon sehr forsch war. Aber da war das Zusammenspiel immer sehr vertraut. Also jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Und dadurch war es halt gestern auch eine ganz tolle Reise. Ja, die ganze Tour von Roman und Josef, die könnt ihr euch ab Montag anschauen. Die Sparda Bank bewegt exklusiv bei BVB Total. Ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen. Sensationell, sensationell. Müsst ihr euch unbedingt angucken, ja. Und lieber Roman, eine Frage hätte Josef schon jetzt gerne von dir beantwortet. Das alles in unserer Rubrik. Sag doch mal. Hallo Roman. Wir kennen uns jetzt tatsächlich schon 16 Jahre. Ich durfte dich durch die komplette Karriere bei Borussia Dortmund begleiten. Und jetzt? Erzähl doch mal mir und erzähl den Fans, was wird eigentlich aus dem Roman Weidenfeller nach seiner aktiven Laufbahn? Ja, da sind wir natürlich alle gespannt, was jetzt kommt. Ja, ich werde Markenbotschafter von Borussia Dortmund und das ist eine neue Herausforderung für mich. Ich möchte einfach dann auch mal den Verein auf der anderen Seite kennenlernen. Die aktive Seite auf dem Rasen kenne ich ja schon seit vielen Jahren, aber auch viele Abläufe einfach auch dann auch später mal auf der Geschäftsstelle einfach mal auch hineinsehen, was da alles auch im Vorfeld alles benötigt wird, um das dann auch alles auch dann funktioniert. Ich werde viel auf Reisen sein für den Verein, werde den Verein natürlich im Ausland vertreten, aber auch hier in Deutschland. Also ich glaube, es wird weiterhin spannend bleiben. Werde auch weiterhin, glaube ich, relativ wenig Zeit haben. Aber ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung und die gilt es natürlich anzunehmen. Wir freuen uns auch auf dich. Ist gewiss mal interessant zu sehen, was so alles auf der Geschäftsstelle abgeht. Du wirst dich wundern. Wie es jetzt weitergeht bei dir, kann ich dir sagen, es gibt nämlich jetzt den Zweikampf. Oh. Den kennst du ja? Ja, ohne Schiebenschütze. Ja, genau, wir zwei, ja, das macht ja keinen Sinn. Nobby gegen Roman und ich führe mit 59 zu 50 und ich bin, also jetzt ja, also für mich nicht sonderlich also gar keine Chance, überraschend, uneinholbar vorne. Ne? Das wollte ich gerade damit sagen. Aber das hatten wir ja letztes Jahr schon mal, da hat sich die Redaktion was einfallen lassen, da ich trotzdem noch verloren habe. Das, das wollten die Jungs, glaube ich, diesmal nicht so, weil ich bin auch ziemlich böse geworden. Okay. Im Spaß. Es gibt jetzt irgendeinen Einspieler. Ich weiß aber nicht, um was es geht. Hallo Nobby. Ja, stellvertretend für deine Gäste erkennen wir natürlich deinen Sieg in dieser Saison an. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde, dass die letzte Sendung schon ein bisschen mehr Spannung braucht. Und deshalb da unsere Frage, wie wäre es für dich mit Doppelt oder Nix? Und wer ist dafür besser geeignet als unsere Nummer 1, Roman Weidenfeller, gegen dich?
Ich merke gerade, der Druck wird nicht weniger. Ja, vor allen Dingen machen sie ja aber genau... Aber die Herausforderung machen genau das Gleiche wie letztes Jahr. Okay. Also schlägst du ein oder nicht? Ja, natürlich schlage ich ein. Bin doch nicht so ein Weichei. Danke, Schmelle. Auf geht's. Also, der Zweikampf in der letzten Runde. Ich balde mir allerdings vor, zu entscheiden, wann wir aufhören. Heute darf ich mich noch mal freuen. Also, ich habe ja noch nicht gewonnen, aber das war... Obwohl, das war schwer, ne? Ja, hätte so radieren müssen eigentlich so, grob. So 16 Jahre? Hast du jedes Jahr 10 neue? Nee, normal nicht. 10 ist viel. Deswegen 100, eigentlich wäre errechenbar gewesen. Okay. Also pass auf, weißt du, warum das schwer ist? Ja, weil er verletzt war. Weil Neven lange Zeit hinterher verletzt war. Ja, und weil der eine oder andere meint, der Mats ist ja auch zu den Bayern früh gegangen. Jetzt wird's schwer. 3, 2, 1. Na, ich bring mich hier zum Schwitzen, ne? Die Perlen, die fließen hinten am Rücken schon. Du merkst's, ne? Genau. Weil ich auch bei der ersten Frage so dumm war, ehrlich gesagt. Okay. Dritte. Starke Parade, ne? Das war sie. Das war die Aktion. Ja, super. Kannst du mal wild nachrechnen. 3, 2, 1. Los! Machen wir keine Angst, ey. Ja, ist doch klar. Meinst du, sind auch keine Amateure hier? Ich halte gleich die Arme fest, ey. Damit du schon mal nichts mehr hochzeigst. So, jetzt steht's ausgeglichen. Wir müssen weitermachen. Wir brauchen die Entscheidung. Ich 3, 2, 1. Das letzte muss entscheiden. Wir müssen uns allerdings jetzt Rücken an Rücken setzen, damit nicht der eine sieht, was der andere macht. Drei, zwei, eins. Ja. Aber dadurch hast du trotzdem gewonnen, ne? Das gibt's doch nicht. Das würde ich jetzt mal so deuten. Aber das gönnst du mir. Haben wir noch ein paar Fragen, ja klar. Dir ja, aber haben wir noch ein paar Fragen? Ich bin nicht so ungern geschlagen, das ist das Problem. Ja, das ist, Roman, das ist bei jedem Fußballer so. Es ist jeder, der hier sitzt, der will nicht verlieren. Ja. Und ich, nach so vielen Jahren, die ich nicht mehr spiele, auch nicht. Das ist einfach, wenn du Sportler bist. Weil du mit bist, Herzblut auch ganz Fußball klar. spielst oder allgemein die Spiele angehst. Mein Vater hat immer gesagt, Zweiter ist immer ein bisschen Verlierer. Richtig, der erste Verlierer. Ja, das ist so, naja. Ja, ich denke, wir machen ein Bild. Ja, dann würde ich auch sagen, nochmal auch von meiner Seite, ja, Gratulation zu dem glorreichen Sieg. Ja, ich denke, da kommt auch noch was. Wahrscheinlich gibt es ja auch noch eine Sondersendung bei BVB Total über den Sieg in diesem Jahr, weil es einfach so klar war. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also da wird sicherlich sich die Jungs noch einiges einfallen lassen. So, wir haben zwar schon ein Bild, aber das letzte Bild, oder? Mach du das doch. Da drauf.
Und da müssen wir ganz genau, ja, da und hier müssen wir uns irgendwie sehen. So. Ja, das Bildchen braucht noch einen kleinen Moment, bis es fertig entwickelt wird. Schon sehr schön. Roman ist aber nicht der Einzige, der in diesem Jahr bei mir war. Schaut mal, wen ich hier alles zu Gast hatte. Sind wir so drauf? Da ist das Bild. Ja? Es ist sehr schön geworden. Du musst mal gucken, du hast dich, glaube ich, in den letzten Monaten nicht verändert. Da hast aber tolle Unikate dabei. Nicht viel verändert. Nein, es sind ganz tolle Bilder, wie ihr gesehen habt. Es sind wirklich unfassbar schön. Ich glaube, ja, ich bin manchmal vielleicht nicht perfekt getroffen. Aber ich würde sagen, das ist ausstellungsreif. Das stimmt. Und diese Bilder bekommt unsere Stiftung Leuchte auf. Und die werden wir versteigern für den guten Zweck. Alle Unterschriften meiner Gäste. Mehr geht wirklich nicht. Ja, jetzt. Ist es vollbracht? Es ist, ja, 16 Jahre. Das Feiertagsmagazin geht jetzt so langsam zu Ende und ich möchte persönlich auch Danke sagen, vor vielen Leuten einfach Danke für 16 Jahre, ich glaube, sehr vertrauensvolle Arbeit bei uns beiden. Wir haben uns immer blendend verstanden und es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit dir, weil du ein echter Borusso bist und immer vor allen Dingen nicht dich in den Vordergrund gestellt hast, sondern den Verein und die Mannschaft. Und ich glaube, das ist etwas Besonderes in der heutigen Zeit. Deshalb wünsche ich dir natürlich alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund und krieg nicht so eine Scheiße wie ich mit den Knien. Und dass wir viele gemeinsame Stunden beim BVB verbringen in den nächsten Jahren und weiterhin Gutes für unseren Club machen. Also Roman, vielen Dank für alles. Herzlichen Dank, Nobby. Vielen, ja. Vielen Dank für dein Vertrauen. Das war's. Auch für mich sehr emotional. Und ihr drückt bitte die Daumen für unsere Jungs am morgigen Spieltag, dass wir die Champions League noch schaffen. Das ist auch das Zeichen. Der Fotoapparat geht von alleine aus, aber so können wir natürlich die Sendung nicht beenden mit Roman Weidenfeller. Jetzt gibt's noch einmal tolle, wunderbare, schöne Bilder. Die besten aus 16 Jahren. Nummer 1, Roman Weidenfeller. Tschüss, bis dahin. Drückt die Daumen.